Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Menschen im Iran nun nach diesen Geschehnissen der letzten Tage und Wochen zu Tausenden auf die Straße gehen, zeugt von einem unglaublichen Mut. Und ich denke, das können wir in diesem Hohen Hause auch anerkennen und in den Iran senden, dass wir an ihrer Seite stehen. Anders als noch in den vorigen Protesten demonstrieren die Iraner jetzt aber nicht mehr nur gegen Misswirtschaft ihrer eigenen Regierung. Sie fordern nun Transparenz, sie fordern Grundrechte ein und riskieren dafür willkürliche Inhaftierung und ihr eigenes Leben. Das zeigt allerdings ihre Wut, das zeigt ihre Verzweiflung, aber auch eine Hoffnung und eine Chance, dass sie etwas Grundlegendes in ihrem Land verändern möchten. Jetzt wurde hier schon viel über die Lage allgemein im Nahen Osten gesprochen. Graf Lambsdorff hat für uns auch ein Bild gezeichnet. Ich möchte gerne ein bisschen über die Menschenrechte im Iran sprechen. Auf der Rangliste für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht der Iran auf Platz 170 von 180. Allein im Jahr 2018 vollstreckte das Regime 253 Todesurteile, teilweise an Baukränen offizieller Natur. Die Liste der Menschenrechtsverletzungen geht weiter. Wenn Iranerinnen sich öffentlich für ihre Rechte einsetzen, droht ihnen Haft und Folter. Und erst im August wurden drei Frauenrechtlerinnen zu 16 und zu 23 Jahren Haft verurteilt, weil sie keinen Schleier trugen. Jüngstes Beispiel dafür ist Shohreh Bayat, die erste Frau an der Spitze eines iranischen Sportverbandes, die als Schiedsrichterin bei der Schach-WM nach Meinung der iranischen Staatsmedien und der Offiziellen ihr Kopftuch zu locker trug. Aus Protest legte sie es dann vollständig ab und möchte jetzt nicht nach Hause zurückkehren, weil sie um ihre Sicherheit fürchten muss. Meine Damen und Herren, Menschenrechte gelten auch im Netz, doch im Iran herrscht Internetzensur. Und während der Proteste gegen steigende Benzinpreise schaltete das Mullah-Regime einfach für mehrere Tage Internet- und Mobilfunknetze ab. Weiter geht es damals wie heute, gehen Polizisten im Iran hart gegen Demonstranten vor. 2019 blieb es auch nicht bei Tränengas, sondern mit brutaler Gewalt schlug das Regime den Widerstand nieder und es kam Schätzungen zufolge zu über 1500 Toten. Schon damals hätte meiner Meinung nach die Bundesregierung sich an die Seite der Demonstranten stellen müssen. Herr Außenminister, Sie gestalten leider keine Außenpolitik, sondern Sie rennen, und das haben wir in der Debatte gehört, den Ereignissen hinterher. Es soll 15 Stunden gedauert haben, bis Sie auf die Tötung von General Soleimani reagiert haben. Nachdem immer klarer wurde, dass das Flugzeug dann tatsächlich abgeschossen wurde, haben Sie nur beschwichtigt, und erst jetzt mahnen Sie an, dass die iranische Führung die Meinungsfreiheit ihrer Bevölkerung respektieren soll. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Außenpolitik, die immer nur bedauert, ermahnt, bittet oder Sachverhalte zusammenfasst. Wir brauchen eine Außenpolitik, die die Wahrung der Menschenrechte gewährleistet. Wir brauchen eine Pendeldiplomatie à la Hans-Dietrich Genscher, und wir brauchen einen Chefdiplomaten, der auch häufiger mal ins Flugzeug steigt und nicht immer nur zum Hörer greift oder mit gewisser kleiner Resonanz twittert. Und wir brauchen wieder eine echte Diplomatie mit Fingerspitzengefühl, die mit unseren internationalen Partnern eine langfristige Stabilisierung in der Region erreichen möchte. Und die Auslösung des Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens mit dem Iran war deswegen überfällig. Das haben wir gehört. Aber es darf auf gar keinen Fall zu einer Beendigung des JCPOA-Abkommens kommen. Meine Damen und Herren, Deutschland ist gerade Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Eine historische Chance, nicht nur mahnender, twitternder Zaungast bei der Lösung der Situation im Nahen und Mittleren Osten zu sein, sondern aktiv mitzugestalten. Warum gab es immer noch keine Sitzung des Weltsicherheitsrates? Wer gegenüber Terrorstaaten selbstbewusst auftreten will, der braucht klare Haltung und eine durchdachte Strategie. Und beides lässt die Bundesregierung leider momentan vermissen. Stattdessen beobachten wir Visionslosigkeit und Gestaltungsunwillen. Und lieber Herr Minister, die Menschen im Iran, die zeigen momentan diesen Gestaltungswillen und den Willen für Veränderungen. Ich denke, das sollten auch wir tun, das sollten Sie für die Bundesregierung tun. Streben Sie an, dass das JCPOA-Abkommen weiterhin eingehalten wird, und bringen Sie alle Verhandlungspartner wieder an einen Tisch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion Die Linke der Kollege Stefan Liebig.